Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Formel 1, heute beim großen Preis von Deutschland. Es geht zum Heim Grand Prix mit einer wunderschönen Rennstrecke, meiner Meinung nach zumindest. Der Hockenheimring ist ja durchaus nicht unumstritten, ja, aber ich mag die Strecke und demzufolge freue ich mich, dass sie im Kalender ist. Und sie feiert nicht nur ein Comeback in diesem Jahr, mal wieder, sondern sie wird auch wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder im Kalender sein. Und da habe ich erstmals dann seit 2014 nicht mehr Klausurenphase um die Zeit rum und kann dann endlich auch mal wieder einen Deutschland-GP besuchen. Und um welche Strecke es sich genauer handelt, das schauen wir uns jetzt mal in der Qualifying-Runde an. Und wir sehen hier eine Runde aus dem ersten Qualifying, in dem es am Anfang geregnet hatte und deswegen wurde die Strecke dann am Ende immer schneller und schneller. Und ich war zwar im zweiten Qualifying, aber da habe ich vergessen, auf das Max-Gemisch zu stellen und bin auf dem Fett-Gemisch gefahren. Ja, ein blöder Fehler, der mir da unterlaufen ist. Aber schauen wir erstmal, wie die Runde hier gelaufen ist. Also, schön durch die erste Kurve, rechts und links, ordentlich auf die Curbs hinausgekommen. Nicht zu viel, würde ich mal behaupten. Und jetzt kurz vorm 100-Meter-Schild gebremst. Der Streckenguide, der kam übrigens gestern zu dieser Strecke. Insgesamt ein sehr starker erster Sektor. Die absolute Bestzeit erzielen wir da sogar. Und jetzt geht es hier auf die Parabolika zu. Und hier kommt unser neues Motoren-Upgrade sehr stark zur Geltung. Kurz nach dem 150-Meter-Schild wird mal wieder gebremst. Dann geht's runter in den ersten Gang aus der Haarnadelkurve heraus. Und es geht weiter hier mit der schnellen Rechtskurve. Die können wir natürlich ebenfalls vollnehmen. Und jetzt beim 100-Meter-Schild etwa anbremsen. Links knallhart über den Curb fahren. Relativ früh das Gas wieder aufbauen. Rechts hart über den Curb sich raustragen lassen. Und auch im zweiten Sektor eine gute Zeit. Anderthalb Zehntel fehlen dazu Räikkönen. Und jetzt geht es hier ins Motodrom. Rechts weit über den Curb gefahren, vielleicht zu weit. Und jetzt die Sachskurve in den zweiten Gang runter. Früh wieder raus beschleunigen. Dicker Quersteher beim Ausgang. Aber die letzten Kurven, die sehen auch ganz ordentlich aus. Aus der letzten Kurve jetzt nochmal schön Schwung mit rausnehmen. Kein Quersteher. Und das ist der vierte Platz gewesen im ersten Qualifying. Und vor der Pole startet bei seinem Heim-GP Sebastian Vettel, 5000stel vor Räikkönen. Dahinter Verstappen und Bottas, auch die beiden sehr eng beieinander. Dahinter Alonso, Hülkenberg, Grosjean vor Magnussen, Charles Leclerc, dann vor Sergio Perez. Ich habe mich qualifiziert vor Brandon Hartley, Ocon, Gasly und Carlos Sainz mit einer Strafe. Vor Stoffel van Dorn, Stroll und Sirotkin. Lewis Hamilton auf der 19, der hat das Quali ein bisschen vergeigt, da hat es am Anfang geregnet. Und dahinter ganz, ganz hinten Daniel Ricciardo mit einer Strafe. Und in der Gesamtwertung haben wir immer noch ganz vorne die beiden Ferrari Räikkönen vor Sebastian Vettel und Lewis Hamilton auf dem dritten Platz, dahinter Valtteri Bottas und wir haben uns mittlerweile schon ganz gut rangekämpft an Romain Grosjean. Die beiden Red Bull kommen immer noch nicht so richtig auf Touren. Ich habe jetzt andere Karrieren gesehen, da sind die eigentlich deutlich stärker unterwegs. Manch einer kommentiert, dass bei ihm Bottas irgendwie alles Mögliche gewinnt. Ich glaube, dass es halt sehr, sehr variabel ist. Von Karriere zu Karriere, genau wie der KWM-Stand dementsprechend, da haben wir uns einen starken fünften Platz erobert, mittlerweile recht komfortabel vor McLaren. Mal sehen, wo die Reise da denn noch hingeht. Mit unserem, wie zuvor erwähnt, neuen Motoren-Update haben wir da ganz gute Chancen, uns weiter vorne festzusetzen. Wir haben den stärksten Motor im Feld. Mercedes hat da allerdings noch ein kleines Upgrade. Insofern, die sind da auf jeden Fall auch noch dran. In Sachen Chassis sind wir auch ganz gut im Mittelfeld unterwegs. Da gab es auch ein Upgrade. Genau wie bei der Zuverlässigkeit. Zwei Komponenten für die MGUH, dass die nicht so stark abgebaut wird. Und das Ganze bringt uns in der Gesamtperformance dann auf ein Niveau mit McLaren. Und wir sind fast dran an Renault und an Haas und Mercedes hat das erste Leistungsupgrade gebracht. Sehr, sehr lustige Sache. Jetzt erst tatsächlich zum Deutschland-GP. Und ob es eine 1-Stop oder eine 2-Stop wird, das werden wir im Laufe des Rennens sehen. Viel Spaß beim Deutschland-GP. Sicher durch die ersten Kurven gekommen, Hartley mit einer Dive-Bomb, unschön. Aber trotzdem mit ihm noch, das ist das Wichtigste. Und Charles Leclerc kann da vorne zu einem Doppelüberholmanöver ansetzen. Und wir können das ebenfalls tun. Und ich glaube, Leclerc hat das sogar schon, warte mal, der ist auf Platz 5, oder? Sich auf 5 verbessert. Boah, und Grosjean und Magnussen geraten aneinander.
Ja, das ist Realismus pur, dass die beiden sich nicht so gern haben auf der Strecke. Oder dass sie öfter aneinander geraten. Uiuiui. Ich musste da Grosjean schön ausweichen. Ui, jetzt Seite an Seite mit Perez. Boah, was für eine Startphase hier. Hammer. Ja, aber bis jetzt läuft's relativ gut. Außer, dass Grosjean halt hier ein bisschen schläft, gefühlt. Und stellenweise gefühlt aufs Gras drücken will. So, trotzdem, wir sind vorbei am ersten der beiden Haas. Der zweite ist direkt vor unserer Nase. Noch anderthalb Sekunden weg, aber wenn wir anderthalb Sekunden näher dran wären, wäre er direkt vor unserer Nase. Wieder beim Bremspunkt. So, jetzt auf geht's. Ich muss mich rankämpfen an Magnussen. Sebastian Vettel führt das Rennen an. Er hat Glück, dass es im Rennen nicht regnen soll. Absolute Bestzeit in Sektor 1. Ich gehe hier trotzdem mal auf niedrig, was das ERS angeht. Die drei sollen da vorne ruhig mal kämpfen. Magnussen überholt den Renault. Ja, Hülkenberg und Magnussen, die beiden haben sich auch echt gern. Die haben auch schon mal ein bisschen mit ihren Bällen gespielt, also Fußball, Tennis, Basketball. Weiß nicht immer, was für Bälle ich sonst reden sollte. Und ich glaube, die alten Ultrasofts, die sind nicht mehr so frisch. Zumindest tut sich Leclerc damit sehr schwer. Ja, ein toller Start, aber danach kommt nicht so viel Pace leider. Und Hartley kommt immer näher. Wir müssen hier eigentlich vorbei. Und Doppelüberholmanöver mal zwei. Geil. Und wir sind dran am Teamkollegen. Kommt vorbei am Teamkollegen. Oh! Boah, die beiden waren ja nebeneinander noch. Okay, dann ist klar, warum die so viel Platz gebraucht haben. Alonso konnte sich hier absetzen. Der nutzt dieser ganzen Chance mit Leclerc. Der erste an der Box, Sebastian Vettel. Ja gut, das ist schon arg früh, ne? Fahrer vor mir. Alonso liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,5 Sekunden. Du verlierst etwa 1,6 Sekunden. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt.
dass sie noch zwei Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:17,1. Ach du Schreck, Hartley auf 6? Was ist denn jetzt los? Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,0 Sekunden. Ja, ich überlege fast schon aus Solidarität ebenfalls einen Zwei-Stop zu machen. Aber eigentlich auch, weil ich Bock drauf habe und nach Österreich sehen will, wo das sonst noch so funktioniert. Ich meine, wir sind im Moment noch nicht in unserem Jahr, wo wir WM werden sollten. Ich formuliere es mal im Konjunktiv. Über das Können sollten wir noch nicht reden. Ja, aber ich kann ja jetzt noch ein bisschen austesten, was möglich ist. Und ich würde gerne testen, ob da die Ein-Stop-Strategie oder die Zwei-Stop schneller ist. Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 6,7 Sekunden. Du fällst pro Runde um etwa 1,2 Sekunden zurück. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 16,5. Der kommt doch nicht 1,2 Sekunden weg, wenn ich 4 Zehntel schneller bin. Jeff. Okay, ich habe gerade mal überlegt, wie lange ich meine Stints jeweils ziehen soll. Okay, das war wirklich ein bisschen mehr als die volle Streckenbreite genutzt. Ja, das zeigt sich auch in der Zeit. Fahrer vor mir. Okay, Raikkonen ist auf Softs gestartet. Interessant. Ja, der nächste Rennsieg für Kimi incoming, ne? Ich war 4 Zehntel schneller, aber gut. Das ist anscheinend ein bisschen buggy. Was nicht buggy ist, und vielen Dank da nochmal für den Hinweis, ist die Benzinkalkulation. Denn anscheinend war es so bei Silverstone, dass das ein bisschen komisch war, weil ich das Trainingsprogramm durchgehend auf Fett gefahren bin. Ich hatte halt etwas ältere Motorenkomponenten drin und wollte, dass ich die Zeit wirklich unterbiete. Deswegen bin ich da die ganze Zeit auf Fett gefahren und... Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie laden. Dementsprechend war die empfohlene Benzinmenge die, die ich gebraucht hätte, wenn ich komplett auf Fett durch war. Und ich habe quasi... Der Benzinstand sieht super aus, du hast ihn gut im Griff. ...weniger Updates. Ist angekommen, bestätige. Der Benzinstand, den ich quasi dabei hatte, war also nicht, wie ich ursprünglich dachte, okay... quasi normale Rennfüllung plus 2 Runden Sprit, die ich im Fettmodus verbrennen kann, sondern Rennfüllung, wenn du permanent auf Fett fährst, plus 2 weitere Runden, die ich natürlich nicht verbraten konnte, weil ich nicht mehr als Fett einstellen kann. Und demzufolge hatte ich einen enorm hohen Benzinstand
Und das könnte eventuell auch der Grund sein für die extrem langsame Performance und warum ich am Ende erst auf Touren kam. Möglich, keine Ahnung, woran es genau lag, aber danke da nochmal fürs Aufklären, liebe Leute. Da war ich echt ein bisschen ratlos und habe gedacht, ja gut, das ist komisch. Also zur Erklärung für all diejenigen, die das selbst zocken und eventuell nicht ganz nachvollziehen können, worüber ich rede, wenn ihr im Trainingsprogramm Strategie-Dingensbummens unterwegs seid. Genauso heißt es, glaube ich, auch auf Englisch vor allem. Wenn ihr bei dem Strategie-Dingens seid, dann ist es so, dass ihr das natürlich euch selbst irgendwie einteilen könnt. Ihr müsst ja die Zielzeiten erreichen und ansonsten könnt ihr gucken, okay, wie viel ERS verbrate ich in diesen Runden, wie viel Sprit verbrate ich in diesen Runden und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie viel Sprit ihr verbraucht... Okay, Abstand zum Führenden 8,6 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 26,2 Sekunden. Je nachdem, wie viel Sprit ihr verbraucht, schlägt euch das Spiel einen anderen Normalwert für den Benzinstand zum Rennen vor. Also empfiehlt euch das Spiel, sagen wir mal, wir brauchen Sprit für 34 Runden. Wenn ihr komplett auf Fett durchfahrt, das Programm, dann denkt sich das Spiel, okay, der braucht aber vielleicht 60 Liter, das sind jetzt Zahlen, die aus der Luft gegriffen sind. Wenn ihr das auf Standard fahrt, sind es vielleicht nur 50 Liter, die ihr dann brauchen werdet. Weil das Spiel halt das als Referenz nimmt, wie viel ihr verbraucht. Und demzufolge solltet ihr da wirklich auch so fahren, wie ihr dann im Endeffekt fahren werdet, oder halt komplett das auf Standard lassen. Ein paar frischere Motorenkomponenten einbauen, das habe ich jetzt einfach gemacht. Aber ich fahre gerade auf der Pace von Raikön und ich bin happy. Der Einzige, der wirklich ein bisschen schneller ist, ist Sebastian Vettel aktuell. Und die beiden Mercedes, die da ein bisschen weiter dahinter sind. Darf ich eigentlich nicht runterschalten. Das ist der größte Fehler, den man in Kurve 1 eigentlich machen kann. Vielleicht habe ich es im Streckenguide drin, aber das wäre sehr blöd. Zumindest nicht in den sechsten Gang runter. So, direkt an die Bestzeit rangekommen wieder. Sieht gut aus. Jawohl, bei mir hat es draußen, glaube ich, mega krass gerade geblitzt. Ja, ich glaube, schalten, runterschalten geht in Kurve 1, aber nicht in den sechsten.
Ja, in Wiesbaden gab es auch heute in weiten Teilen einen Stromausfall leicht. Bei mir war für eine Sekunde das Licht weg. Aber sonst ging es zum Glück klar. Mein Gott, also ihr hört es wahrscheinlich nicht, das Mikrofon hat eine gute Dämpfung. Ich bearbeite das nach und so weiter und so fort, aber das war gerade eine halbe Minute lang Donnergrummeln, was sich echt nicht unbedingt sehen, aber hören lassen kann. Da ist jetzt natürlich die Frage, fahre ich die Zwei-Stopp-Strategie und fahre so ein bisschen eine Boxenstrategie, die nicht optimal sein könnte, oder? Weißt du was, ich fühle mich echt sicher auf dieser Strecke, ich fahre die Zwei-Stopp. Vettel kriege ich eh nicht, bei Raikkonen bin ich mir nicht sicher, das wäre ganz cool gewesen, wenn er mitten im Feld wieder rausgekommen wäre, da bei den Red Bull und Mercedes. So, die 15. Runde nehmen wir noch mit auf diesen Reifen. Dein Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 28,7 Sekunden. Nice, zwei Hessen, die hier gleich um den Sieg kämpfen werden. Oder zumindest um die Führung erstmal. Wollen wir mal nicht übertreiben. Ja, schade, dass Nico Rosberg raus ist, sonst hätte es das Wiesbadener Duell geben können. So, ich verblase jetzt alles an ERS-Batterie, was ich habe. Einfach auf Überholen gehen und durchboosten. So, let's go! Von Soft auf Soft. Hamilton auch immer noch auf Soft unterwegs. Kommt jetzt an die Box. Ich sag mal so, er hat natürlich ein ganz anderes Auto und Ricardo auch. Also ganz grob könnte man sehen, okay, welche Strategie war jetzt besser. Das Ding ist, meine Softreifen sind leider nicht ganz frisch. Deswegen habe ich den ersten Stint ein bisschen länger gezogen. Zwei Runden. Oder nee, eine Runde sogar. Ja, wobei, zwei Runden. Weil in Runde 26 will ich dann doch reinkommen für die Dingens. Oder in Runde 27 für die Ultras. Mal sehen. Ja, warum sind Hamilton und Ricardo ganz hinten gestartet? Gut, Ricardo hatte zwar eine Strafe, aber kurz zur Erklärung, im Qualifying hat es im ersten Q geregnet, am Ende wurde es trocken, da sind die meisten rausgefahren, inklusive mir. Und Hamilton und Ricardo
die sind einfach auf den Inters geblieben und haben einfach auf ihre Zeit vertraut und waren dann auf den letzten zwei Plätzen. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 17,5 Sekunden. Fahrer vor mir. Verstappen vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,3 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 10 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,16,1. Ich wollte eigentlich den Abstand vor dem Sektor 1 haben. Über Startziel. Deswegen habe ich auch so energisch nochmal gefragt. Weil ich wissen wollte, wie viel näher ich in Sektor 1 komme. Grosjean aus dem Rennen. Ja, teilweise läuft es richtig gut beim Franzosen, teilweise gibt es einfach Probleme am Auto. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 5,9 Sekunden. Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,4 Sekunden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 16,1. Hat er gesagt, wie alt die Reifen sind? Oh, Grosjean! Hallo! So, wir kommen etwa eine halbe Sekunde pro Runde ran an Verstappen und der gute Sepp. Ah, da kämpfe ich auch nicht großartig. Stattdessen lasse ich mich jetzt einfach ein bisschen mitziehen. Informationen zu Magnus. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,1 Sekunden. Abstand zum Teamkollegen ist echt wichtig jetzt, ja. Glaube ich auch. Okay, Hamilton jetzt auch auf Mediums. Okay, das Donnergrollen wird zu einem Donnerbrüllen. Reifen fühlen sich irgendwie nicht so gut an. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich auf dem ersten Satz etwas mehr Grip gehabt. Vettel ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Ja, komm, Strengenbegrenzung überschritten, als ob ich das absichtlich da mache. Schon versucht man da innen zu cutten. Okay, Teamkollege an der Box. Charles ist in der Boxengasse. Stimmt, der fährt ja auch die 2 Stopp. Okay. Ultrasofts sind schon angewählt für den letzten Stint. Gut, jetzt natürlich die Frage, fährt Verstappen durch? Da müssen die alle wie Vettel noch einen zweiten Stop machen. Warte mal, oder ist Vettel zweimal reingekommen? Vielleicht. Ja, doch. Sonst wäre ich nicht direkt hinter ihm.
Okay, Verstappen ist jetzt drin. Vielleicht für Mediums, vielleicht für Softs. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Okay, sieht nach Soft aus bei den beiden. Der Abstand zu Hamilton, der wird nicht kleiner. Auch zu Vettel verlieren wir nur marginal Zeit. Ja, auch in-game ist der Ferrari aktuell über jeden Zweifel erhaben. Bei uns ist es der Motor. Sache. Ich verliere immer noch nur minimal Zeit zu Hamilton. Klar, jetzt kann man so ein Was-wäre-wenn-Szenario aufmachen. Und vielleicht wäre ich auf Mediums sicher auf einem Podiumsplatz. Boah, 8,6 Sekunden jetzt. Wow. Ich möchte insbesondere ein spannendes Rennen haben und ich möchte insbesondere auch die Zweistopp mal testen. Jawohl, persönliche. Der Abstand zum Führenden beträgt 11,5 Sekunden. Oh. Okay, ich dachte, jetzt gibt es die zweite Verwarnung. Das war jetzt nicht verlassen der Strecke, ne? Spiel. Alles klar. Okay, Verstappen mit der absoluten Bestzeit. Ja, die Fahrer hinter Hamilton sind alle nicht auf Medium unterwegs. Ich glaube, die sind alle auf Soft und die werden noch ein bisschen von Hamilton aufgehalten. Während wir dann schon auf den Ultra-Soft sind und den Rückstand nach und nach wegknabbern. So, mal schauen. Der erste Sektor war, glaube ich, ganz gut. 8,2 Sekunden. Ja, die 8 Sekunden sind eigentlich schon eine ganz gute Marke erstmal. Könnte sich aber auch ruhig bei 9 Sekunden einpendeln. Ich habe 8 Sekunden gesagt, ne? Nicht 7,9.
Ich habe auch nicht 7,9, sondern ich habe 9 Sekunden gesagt, was ich lieber hätte. Okay, jetzt holt der Mercedes nach und nach auf. Im Moment kämpfen die Red Bull allesamt gegen Valtteri Bottas und gegeneinander. Es wäre halt wichtig, dass die jetzt langsam aber sicher Hamilton mal einen Zweikampf verwickeln. Sonst zieht Hamilton den so ein bisschen davon. Teamkollege scheint aber auch ganz gut in den Punkt zu sein. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,4 Sekunden. So, jetzt nochmal im Hotlap-Modus fahren. Nähern uns dem Boxenstopp-Fenster. Zieht dir die ultraweichen Boxenstopp. Okay. Ich liebe diese vereinzelten Szenarien, wo man mal richtig klar über die Track Limits fährt. Gut, ich glaube aber, wenn es manchmal passiert, ist es nicht so schlimm. So, mal sehen, auch wie die Zeitabstände jetzt sind. Ja, wieder 8 Sekunden. Also kaum habe ich hier ein bisschen was mehr von der Batterie gewendet. Schon geht der Zeitenabstand wieder ein bisschen hoch. In. Okay, let's go. Jetzt bin ich mal auf die finale Phase gespannt. Die Jungs sind alle auf Mediums. Das heißt, die Reifen sind 3 Stufen härter als... Los, fahr jetzt! Dazwischen liegen nämlich noch die Softs und die Supersofts. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Der Abstand ist nicht so groß. Nicht so groß wie in Österreich. Ich rate dir, dich so ein bisschen rauszuhalten aus dem Renngeschehen, Jeff, denn jetzt wird's richtig schön. Ich glaube, vom 8. in den 7. ist ein bisschen angenehmer. Oh. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 12,0 Sekunden. Direkt mal 20 bis 30 Meter weniger Bremsweg. Jeff sei leise. Bestätige. Ich meine, er gibt mir einen Abstand zum Hintermann durch. Wen juckt das? Thank you.
im siebten zu bleiben geht aber auch einigermaßen. Volles Risiko. Alter Falter. Ich sag mal so, auch hier kann die Zwei-Stop funktionieren. Ich bin jetzt einfach mal an Hamilton dran, ne? Ciao, Kumpel! Ach komm, Verwarnung hier. Ich muss aufpassen, die Reifen bauen ab. Dann hätte ich die Klimaanlage anmachen sollen. Nein!
rutscht da komplett raus in Kurve 1. Oh mein Gott, die Reifen sind fast tot. Ja, es wird ganz schwierig gegen Hamilton. Ich weiß aber auch nicht, ob ich mit einer 1-Stop so viel schneller gewesen wäre. Alles klar. Ich hatte jetzt schon einen gewissen Vorsprung zu Hamilton, aber ich habe ja auf Softs ebenfalls ein bisschen Zeit verloren zu ihm. Ich war auf einem schnelleren Reifen eigentlich. Ultrasoft, sie bauen einfach sowas von ab. Oh mein Gott, am Ende waren die Reifen nur noch tot. Ah, du Schreck, ey. Was für eine finale Phase. Okay, ich hake die Ultrasoft-Reifen auf dem Hockenheimring ab. Also die 2-Stop kann ähnlich schnell sein, aber... Das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg. Ja, es wird am Ende echt ungemütlich. Man muss einen kürzeren Stint für die Ultrasofts einplanen, dann geht das, glaube ich. Deine Gedanken mit, wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Da kommen Sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Lewis Hamilton. Weißt du, das war einfach ein Rennen, was man sich von einem vielfachen Weltmeister erwartet. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Okay, ich glaube, die 1-Stop-Strategie ist dann doch die schnellere, weil, ja, weiß nicht, wobei, ich hätte schon Zeit zu Vettel verloren, aber die Frage ist, irgendwann kam er vorbei und da war er ja ein bisschen schneller auf seinen Reifen als ich auf meinen Soft-Reifen. Hätte ich 25 Sekunden zusätzlich noch auf Mediums verloren? Ich glaube nicht. Oder 15 Sekunden. Ich glaube schon, dass ich hier vor Hamilton hätte sein können, aber sei es drum, der 6. Platz ist auch in Ordnung. Ich gebe mich zufrieden, auch wenn ich sagen muss, die 1-Stop war wahrscheinlich schneller.
Trotzdem, es war eine sehr geile finale Phase. Das hat enorm Laune gemacht. Und ja, ich glaube, die will man auch nicht so wirklich missen. Erst die beiden Red Bull überholt, dann Valtteri Bottas während einer Überrundung auch noch kurz gesnackt. Und am Ende werden wir ein wenig ausgekontert. Entweder ein, zwei Runden später an die Box fahren, dann hätten wir diese Plätze gewonnen, ohne was zu verlieren. Oder aber halt einfach die Einstopp zu Ende bringen. Das werde ich demnächst halt auch dann wahrscheinlich eher machen. Aber der erste Podiumsplatz, der so ein bisschen in Reichweite schien heute, der war es leider noch nicht. Ja, ansonsten haben wir auf den restlichen Punkterängen, ich glaube den Rest vorne haben wir ja schon gesehen, auf der 8 Sergio Perez, 9. ist Leclerc und 10. Nico Hülkenberg. Und damit holt Sauber auch mal wieder schöne Punkte. Wir haben mittlerweile Romain Grosjean überholt, was eine ziemlich geile Sache ist. Damit sind wir nicht nur Best of the Rest, sondern auch besser als die Red Bull weiterhin. Und in der KWM, da ist Red Bull vorbei an Haas. Sauber sehr, sehr nah dran an Haas mittlerweile. Auch nicht allzu weit entfernt von Red Bull, also da geht auf jeden Fall einiges. Und wenn euch dieses Rennen hier gut gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da, damit ihr nichts weiteres verpasst. Und ich übergebe jetzt an Claire und schneide mal die Highlights raus, denn davon gab es, glaube ich, reichlich. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind zufrieden? Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Ja, was davon ist denn jetzt eigentlich selbstverliebter? Okay, gut, Selbstdarstellung erhöht. Sauber. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Niemand anders schien so viel Grip zu haben. Es geht um die reine Leistung. Ja gut, muss man ehrlich sagen. War es die falsche Kraftstoffstrategie oder lag es an Ihrem Fahrstil? Was? Nee, eigentlich gar nichts. Sprit war okay. Klasse, das war dann alles. Nur weil ich mit einem geringen Treibstoffmodus ins Ziel gefahren bin? Ha, verstehe ich nicht so recht. Aber interessant auch, dass man im Hintergrund andere Szenerien hat. Hier hatten wir jetzt mal nicht das Wiegen der Fahrer im Hintergrund, sondern unsere Boxencrew. Und wir haben übrigens mal wieder einen neuen Rivalen, diesmal wieder Stoffel van Dorn. Alonso hätte einen Respektpunkt mehr eingebracht und ansonsten... Ja, waren das ziemlich krasse Dudes. Ich glaube, für Hamilton hätte ich knapp über 30 bekommen. Ein tolles Ergebnis. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Ah, ich bin jetzt schon auf dem halben Weg zum Veteran. Das ist interessant, ja. Eine gute Analyse dafür, dass wir in der nächsten Saison vielleicht Weltmeister werden könnten. Ja, ansonsten 1100 Ressourcenpunkte. Das ist relativ wenig tatsächlich, oder? Hatten wir nicht die letzten Wochenenden immer so 1300, 400 sogar meistens? Und... teilweise mit dem Erfüllen des Ziels auch 1900, wenn mich nicht alles täuscht. Ja gut, ansonsten probieren wir noch was. Was können wir denn hier verbessern? Wo ist denn die Moral gut? Überall, wow. Cool, dann sagen wir mal... Ja, machen wir hier die Bremslufthutze. Und ein weiteres können wir auch noch machen. Hätte ich bloß 8 Ressourcenpunkte weniger. Frontflügel, zusätzliche Kaskaden-Winglets. Nein, ich will den Heckflügel machen. Ich mag den Heckflügel mehr als den Frontflügel. Frontflügel macht viel zu viel Dirty Air. Und damit kann man nicht gut hinterherfahren. Das hat mir heute nicht so gut geholfen gegen Hamilton. Und schauen wir mal, wie es beim nächsten Rennen läuft, Leute. Im Moment bin ich sehr zuversichtlich. Auch wenn Ungarn tatsächlich eine Strecke ist, die dem Sauber eher weniger liegen dürfte. Denn das Fahrzeug hat eine krasse Topspeed. Das Fahrzeug hat einen extrem starken Motor. Aber so wirklich, ja, in Aero und in Chassis sind wir auch nicht gut, ne? Da sind wir eher im Mittelfeld angesiedelt, wenn überhaupt. Und trotzdem, der Motor ist ordentlich. Und wir hatten heute, also mit heute zusammengenommen, schon 2 Chancen auf den Podiumsplatz. Nämlich in Österreich und in Deutschland. Das waren 2 richtig, richtig starke Rennen. Gut, was die Aero angeht, sind wir eher sogar ganz hinten irgendwo. Und hier gut sind wir im Mittelfeld. Naja, schauen wir einfach mal, wie es beim nächsten Rennen läuft. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge F1 2018. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen nach oben da lassen und morgen wieder einschalten, denn dann geht's weiter. Haut rein!